Wir haben gestern mit der Thematik der Kinderrechte angefangen, Partizipation. Wir haben auch einzeln geguckt, wie war das bei uns früher in der Kindheit? Was hatten wir für Rechte? Wie wurden die umgesetzt? Hatten wir Rechte? Und es war sehr spannend zu gucken, wie es bei uns früher war und wie es heute ist. Also wir haben, glaube ich, Ende des Tages gestern schon mal einen ganz anderen Blick nochmal bekommen auf Kinderrechte. Und wir werden heute an der Umsetzung arbeiten. Möglichkeiten der Umsetzung, wie kann man Kinderrechte und Partizipation auf unsere Einrichtung umsetzen? Also wir haben uns gerade über den Begriff der Würde unterhalten, der in Artikel 1 Grundgesetz ja formuliert ist. Und wir haben uns dann damit beschäftigt, was bedeutet denn für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Begriff der Würde? Wo möchten sie gerne ihre eigene Würde bewahrt haben? Was bringen sie damit in Verbindung? Und dann den Blick geschärft für die Würde der Kinder und vor allen Dingen für die Würde der Kinder hier in dieser speziellen Kindertagesstätte. Also zu gucken, wo finden wir die Würde der Kinder in dieser Einrichtung wieder? Die Hürther Strüpp haben jetzt, glaube ich, vor sich ein halbes Jahr, wo sie erstmal, glaube ich, ganz viel Gedankenarbeit machen und sich darüber dann vielleicht auch einfach mit einem geschärfteren Blick dem eigenen Alltag widmet und mal guckt, wo können wir denn noch besser werden. Und ich glaube, ganz wichtig ist dabei ein Dialog miteinander im Team. Für mich nehme ich mit, dass ich noch mal mehr mich reflektiere auf mein Verhalten mit den Kindern und auch im Gruppenkontext. Und nehme aber auch noch mit, dass wir als Einrichtung vielleicht da noch mehr im Dialog, im Fluss kommen. Ja, das wird eine große Aufgabe sein, diese ganzen Meinungen zusammen zu bündeln oder auf einen Nenner zu kommen. Das ist ja gar nicht so einfach, denke ich mir. Das ist ein Prozess im Team. Aber ich denke, wir sind ein ganz gutes Team, wir kommen gut miteinander zurecht und ich denke, da werden wir schon einen Nenner finden, mit dem wir alle zufrieden sein können.